Neben den Vitaminen und dem Protein enthält dieser Riegel sehr viele Ballaststoffe. Pro 60 Gramm kommt dieser Riegel auf 19,9 Gramm Ballaststoffe. Beim Auspacken musste ich erstmal die obere Hälfte von der Verpackung abziehen, die ist richtig fest dran geklebt. Unten nicht, weil eine Schokoladenschicht rundherum ist im unteren Bereich. Er duftet jedenfalls schon mal richtig lecker nach Erdbeere. Die Konsistenz ist etwas fester, so ähnlich wie bei einem Kaubonbon. Und hier kann man ganz schön sehen, dass die Schokolade nur unterbei ist. Ein paar Crispies und Erdbeerstückchen sind auch zu sehen. Geschmacklich bin ich von diesen Riegeln wirklich überzeugt. Der Erdbeergeschmack ist so natürlich und der gesamte Riegel ist auch überhaupt nicht süß. Er ist zwar von der Konsistenz her ein bisschen fester, man hat ein bisschen mehr zu kauen. Dennoch, der Geschmack ist einfach einmalig. Die Vanille schmecke ich nicht raus. Der Erdbeergeschmack dominiert. Teilweise merkt man auch die Crispies, die kann man hier vielleicht auch sehen, diese weißen Punkte. Die sind ein bisschen knusprig, crunchy, ein bisschen ein anderes Gefühl. Aber im Gesamten ist der wirklich relativ gut zu kauen. Wer festere Proteinriegel mag und auch Erdbeer mag, dem kann ich diesen Riegel auf alle Fälle empfehlen.